Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Das ist eine Botschaft an all jene von euch, die noch denken können, die noch hinhören können, ja, und die überhaupt eine Bereitschaft aufbringen, etwas in Erfahrung zu bringen, die sich die Zeit dafür nehmen, die zu anderem in der Lage sind, als nur auf ihrem Sofa zu sitzen und an ihren eigenen Fürzen zu riechen. Ich werde ein Kapitel vorlesen aus dem Buch Das Ende der Besatzung. Ein fantastisches Buch, das ich nur empfehlen kann. Du lebst in einem Spiel, das in etwa so viel mit der Wahrheit zu tun hat, wie jene Wirklichkeiten, die du dir tagtäglich über die sogenannten Medien verabreichen lässt. Ich behaupte, dass alles, was du derzeit für wirklich hältst, nicht mehr als eine Täuschung ist, eine Einspielung von künstlichen Realitäten, die nur zu einem einzigen Zweck ersonnen wurden, nämlich dich, den Empfänger, zu programmieren. Alles, was du derzeit zu wissen glaubst und woran du dich orientierst, gründet letztlich auf Informationen, die von anderen erschaffen wurden. Permanent wägst du die Entscheidungen, das Richtig und das Falsch in deinem Leben an Wissen ab, das nicht aus deiner eigenen Erfahrung hervorgeht. Wäre es anders, würdest du dich ganz sicher nicht dazu bewegen lassen, irgendetwas anderes zu tun, als das, was deinem Herzen entspricht. Ich behaupte, dass dein bisheriges Leben nicht mehr ist als die planmäßige und vorschriftsmäßige Erfüllung jener Programme, die dir in der Vergangenheit eingespielt wurden und die dir tagtäglich über die Medien eingespielt werden. Mit der Offenheit eines Kindes hast du sie zur Kenntnis genommen. Und nun lenken sie dich von innen heraus. Über all dies bist du dir allerdings nicht bewusst. Woher solltest du es auch sein? Nie hat es dir jemand gesagt. Und nach innen, auf dein Herz, das dich hätte befreien können, hast du selten geschaut. Und ja, die Programme wurden dir offen gezeigt. Ihr wahrer Zweck jedoch wurde dir von Anfang an vorenthalten. Du stehst nahezu vollständig unter gedanklicher und emotionaler Kontrolle jener Mächte, die dir alles beigebracht haben, was dich heute leitet. Und in Ahnungslosigkeit befolgst du das, was dir von ihnen mitgeteilt wird. Das ist das Wesen der Besatzung. Es ist mit einem Parasiten vergleichbar, der dich befallen hat und der die Kontrolle über deinen Körper und Geist an sich genommen hat. Wenn du es nicht glaubst, dann frage dich, warum du dein Leben Dingen, Tätigkeiten und Themen widmest, die dir keine Freude machen. Warum und für wen tust du das?
Warum sollte ein Mensch anders leben, als es sein Herz begehrt? Warum lebst du nicht so, wie du es dir insgeheim wünschst? Was hält dich zurück? Sei ehrlich. Ist es die Angst? Es hat keinen Sinn, wenn du dich weiterhin selbst belügst. Anderen magst du etwas vormachen können, doch dich selbst zu belügen, ist das Letzte, was dich in dein Recht, in die Freiheit und in deine Würde stellen könnte. Ist es etwa deinem eigenen Denken entsprungen, dass du dich jeden Tag deines kostbaren Lebens vor irgendetwas oder irgendjemandem fürchtest? Warum schaust du dir noch immer tagtäglich die Nachrichten an, obwohl du doch weißt, dass sie nichts mit der Wahrheit zu tun haben? Warum schenkst du noch immer jenen deine Aufmerksamkeit, die nichts anderes von sich geben, als Vorschriften, an die du dich zu halten hättest? Hast du etwa keine eigenen Ideen? Stell dir vor, niemand würde mehr die Vorschriften befolgen, die durch die Medien verbreitet werden. Was würden die Menschen dann tun? Was würdest du dann tun? Glaubst du, dass der Mensch imstande ist, selbst, also ohne Vorschrift zu leben? Oder glaubst du, dass er darauf angewiesen ist, dass ihm jemand sagt, was zu tun, zu denken und zu sagen sei? Glaubst du, dass die Menschen so dumm sind, dass sie nicht selbst wüssten, was gut für sie ist? Auch du bist ein Mensch. Deine Antworten auf die zuvor gestellten Fragen zeigen dir, wie du über dich selbst denkst. Wenn du andere für unfähig hältst, bedeutet das in letzter Instanz nichts anderes, als dass du dich selbst für unfähig hältst. Dann geschieht es dir recht, wenn andere über dein Leben und dein Schicksal bestimmen. Warum versteckst du dich die meiste Zeit deines Lebens hinter Ideologien, Meinungen und Masken, die in Wirklichkeit nichts mit dir zu tun haben? Warum befreist du dich nicht von allem Besatz, der dir aufgesetzt wurde? Warum fängst du nicht endlich damit an, für dich selbst einzustehen? Warum verteidigst du noch immer eine künstlich erschaffene Persönlichkeit, die aus nichts anderem besteht, als aus jenen Überzeugungen, die dir von anderen beigebracht wurden? Ich behaupte, dass dir unbekannte Schattenmächte deine Persönlichkeit nach ihrem Willen geformt haben. Sie bestimmen, was du denkst, was du sagst und was du tust. Du tanzt zu 100% nach ihrer Pfeife. Wenn sie dir sagen, dass du deinen Gürtel enger schnallen müsstest, dann tust du es.
Wenn sie dir sagen, du müsstest Energie sparen, dann tust du es. Und wenn sie dir sagen, es gäbe Krieg, dann gerätst du in Panik. Ist es nicht wirklich erbärmlich? Schattenmächte bestimmen, was du im Fernsehapparat zu sehen bekommst. Sie bestimmen den Lehrplan deiner Kinder. Sie bestimmen, was gut ist und was aufs Schärfste zu verurteilen sei. Sie bestimmen, was als Nächstes in der Welt geschieht. Sei dies nun ein Krieg, eine Wirtschaftskrise oder eine neue Pandemie. Was tust du? Du reagierst. Du reagierst auf alles, was dir weisgemacht wird. Ist das nicht wirklich ein armseliges Dasein? Das einzig Gute an diesem Trauerspiel ist, dass es in Wirklichkeit rein gar nichts mit dir und der Wahrheit zu tun hat. Es ist pure Illusion. Und sie besteht aus nichts anderem als holographischen Bildern und aus Parolen, die von jenen verbreitet werden, die erkannt haben, wie Massen gleichgeschaltet werden können. Doch die Masse gibt es nicht, denn sie besteht aus Menschen. Menschen, wie auch du einer bist. All das mag dir wie das Hirngespinst eines paranoiden Verschwörungstheoretikers vorkommen. Und auch das ist nur eine weitere planmäßige Reaktion auf jene Programmierung, die dir im Rahmen deiner Erziehung eingepflanzt worden ist. Sie veranlasst dich dazu, alles als Schwachsinn abzutun, was der Vorschrift zuwiderläuft. Du kannst nun wählen, ob du weiterhin der Vorschrift folgen willst oder ob du zu mehr imstande bist. Meine Worte mögen dir seltsam erscheinen, doch solange du dich vor der Wahrheit sträubst, wirst du dich weiterhin in Kriege verwickeln lassen, die rein gar nichts mit dir zu tun haben. Und du wirst glauben, dass sie deine eigenen seien. Bis dahin wirst du weiterhin wie eine ferngesteuerte Puppe nach der Vorschrift jener Mächte tanzen, die sie gebildet haben. Du wendest dich gegen andere, wenn dir gesagt wird, dass sie eine Gefahr seien, und verbündest dich mit jenen, die dir als die Guten verkauft werden. Du befolgst sinnlose Regeln, wenn dir gesagt wird, dass sie unvermeidbar seien. Blind erfüllst du das, was dir als richtig und wichtig verkauft wird. Und bei all dem glaubst du auch noch, dass du es freiwillig tust. Du gleichst in der Tat einem dressierten Affen. Einem Affen, der in blindem Gehorsam die Befehle befolgt, die ihm von seinen Herren gegeben werden. Das ist nicht nur schade, sondern auch eines Menschen unwürdig. In all dem hältst du dich für einen aufgeklärten Menschen.
der keiner anderen Instanz folgt als der reinen Vernunft. Tatsächlich bist du nichts weiter als ein Werkzeug in den Händen jener Mächte, die einen Weg gefunden haben, Menschen wie Puppen nach ihrem Willen tanzen zu lassen. Das ist der Missbrauch, der tagtäglich an der Menschheit begangen wird und der bisher nur von den allerwenigsten als solcher erkannt wird. Die meisten halten ihn für ganz normal und halten bereitwillig an ihm fest, als ginge es um ihr Leben. Tatsächlich jedoch kostet er das Leben. So, das ist ein kleiner Einblick in dieses wundervolle Buch, an dem ich im Augenblick arbeite. Das ist natürlich noch nicht erhältlich. Das macht aber auch gar nichts, denn es wäre gut, eine Grundlage geschaffen zu haben, um dieses Werk hier annehmen zu können und konstruktiv mit ihm arbeiten zu können. Und daher empfehle ich das Buch der Macht. Das ist ein Buch, was dich in die Freiheit setzen kann, sofern du zu mehr in der Lage bist, als nur an deinen eigenen Fürzen zu riechen, natürlich. Oder zu konsumieren. Zu konsumieren, wie es die meisten tun. Wie kleine Babys zu konsumieren. Zahnlos. Naja, und es gibt ein anderes Buch, das Folgebuch zum Buch der Macht. Das heißt, es ist Licht. Eine wichtige Botschaft und ein wichtiger Inhalt. Dieses Buch ist bisher anscheinend von kaum jemandem zur Kenntnis genommen worden. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen. Alle Informationen bezüglich dieser beiden Bücher findest du unterhalb dieses Videos. Du kannst sie dir bestellen. Warum solltest du sie dir bestellen? Nun ja, du kannst dir die Videos von mir anschauen, so als Konsument, als Sucker, als Zecke. Das geht natürlich, denn sie sind ja for free. Und der Onkel erzählt immer schöne Sachen, vielleicht mit seiner Märchenerzählerstimme. Doch dafür macht er das nicht. Der macht das, um eine Veränderung herbeizuführen. Durch das, was er da erzählt. Und er macht das für Menschen, die bereit dafür sind, zu arbeiten. Ja, du hast richtig gehört, zu arbeiten. Also Arbeit ist das, was in der Zwischenzeit kaum noch jemand machen will. Denn die Menschen brauchen heutzutage so viel Zeit für sich. Ich brauche Zeit für mich. Ja, dann nehmen sie sich die Zeit für sich und scheuen die Arbeit. Und dann setzen sie sich zu Hause hin und machen nichts anderes als im Internet in ihrem Telefon rumscrollen. Also wieder konsumieren. Wie zahnlose Babys. Mir geht es um Arbeit.
Denn Arbeit macht frei. Habe ich gehört? Habe ich erfahren an mir selbst? Nur die Arbeit an mir selbst macht frei. Die Erkenntnis macht frei. Und die Erkenntnis fällt nicht vom Himmel. Nein, die Erkenntnis erwächst aus der Arbeit, die ich im Inneren vollziehe. Und für diese Menschen mache ich das alles, die bereit dafür sind, die Arbeit an sich zu machen und die Erfolge dieser Arbeit aus sich selbst heraus in die Welt zu bringen. Denn, wie du weißt, Kriege entstehen nicht in der Welt, sie entstehen in Menschen. Und von dort aus gelangen sie in die Welt. Und mit dem Frieden ist es ebenso. Mit der Klarheit ist es ebenso. Mit der Unabhängigkeit ist es ebenso. Es ist mit allem so. Doch wer ist willens, diese Arbeit zu leisten? Die wenigsten. Die meisten. Pizza-Service, Lieblingsfilm, Amazon und so weiter und so fort. Das war eine kleine Moralrede am Morgen. Was du daraus machst, ist deine Angelegenheit. Mir ist es gleich. Denn es ist dein Leben, ich habe mein Leben, und was mein Leben anbelangt, so mache ich, was ich Lust habe, jeden Tag. Lust, Lust, Lust. Und das macht mir Freude. Und selbst wenn es nur mir Freude macht, dann ist schon alles fein. Also mach, was dir Freude macht, und dann wird es für dich fein sein. Und alle anderen, die haben genug damit zu tun, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern. Und das soll es an dieser Stelle für heute sein. Auf bald und alles Gute. Tschüssikowski.